Hallo NRW, ich bin Friedrich Jeschke, kandidiere für Volt bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Und ihr hört schon, hier ist ganz schön was los. Ich stehe in Hürth. Hürth liegt vor den Toren Kölns und ich möchte euch etwas zeigen, was symptomatisch ist für unsere Verkehrspolitik. Wir brauchen unbedingt eine Verkehrswende. Wir wollen aber niemandem die Autos wegnehmen oder irgendwie Einschränkungen hervorrufen. Aber gleichzeitig gibt es seit Jahrzehnten einen Stillstand. Wir erleben gerade, dass auf Bundesebene unser Verkehrsminister sagt, ey, sorry Leute, Tempo 100 auf der Autobahn geht nicht, weil wir keine Schilder haben. Was wir in NRW wohl haben, sind Schilder, die zeigen, hey, wir haben hier Radwegschäden. Und wenn man sich diesen Radweg einmal anschaut, dann ist der viel zu klein, geteilt mit Fußgänger und Fußgängerinnen. Und an der nächsten Kreuzung steht sogar ein Ghostbike. Hier gab es also schon tödliche Unfälle. Während also Autos diesen Platz hier haben, sicher haben, müssen Fußgänger und Radfahrer sich einen kaputten Weg teilen. Und dabei ist das eine Region, die sehr, sehr nah dran ist an der Stadt, an Bonn, an Köln. Und hier muss sich unbedingt etwas in der Verkehrspolitik tun. Und jetzt müssen wir die Radfahrer durchlassen. Entschuldigung. Ihr seht also, hier ist viel Verkehr auf einem geteilten Rad- und Fußweg. Und was hier immer noch nicht klappt, sind Radschnellwege, eine ÖPNV-Infrastruktur mit Bus und Bahn. Und da müssen wir ran, da wollen wir ran, da will Volt ran. Welt Volt mit Erst- und Zweitstimme am 15. Mai.